Die Nacht des Blutmonds. Müssen wir uns ja nicht jedes Mal angucken, oder? Bevor das sonst nicht bemerkt hier hinten. Okay, Wilson, wir machen das anders, Mädchen. Das ist mir zu gefährlich. Meinem Pferd sollte ja nichts passieren eigentlich. Weil die haben es ja meistens immer nur auf Link abgesehen. So. Ist das so eine ähnliche Statue wie der Hinox, den wir gesehen haben? Den schwarzen. Vielleicht ist es ja sowas. Ein Stahl-Hinox ist es. Okay. Es gibt Viecher hier, denen will ich echt nicht begegnen. Aber eigentlich könnten wir ja auch... Weil wir können es ja. Wir haben ja diese Stempel. Die können wir ja mal nutzen, um uns solche Orte zu markieren. Weil das haben wir auch erst schon hier hinten getan mit dem... Leunen. So. Gut, dann können wir jetzt wieder Wilson rufen. Hallo, Große. Das sind ein paar Fledermäuse. Wartet mal, wir müssen mal kurz auf ein besseres Schwert wechseln. So, die Flederdings damit. Oh. So. Das ist weg. Das ist weg. Das ist auch weg. So. Kann ich den Bogen aufheben? Nein, Bogentasche ist voll. So. Gut, dann tätschen wir mal. Hey, bitte langsamer. Brauchen wir nicht noch ein paar Schleichwürmchen? Warte mal. Ich kann ja nicht unsere Kleidung wechseln. So. Oh, da ist, Elder. Wie hieß der? Oh, weiß ich gerade nicht mehr aus dem Kopf. Es gibt ja drei von denen. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Na, komm, ich will das Dübelchen. Danke. So. Wow. Oh. Versuchen wir es gar nicht erst. Lassen wir es einfach sein. Oder war eine Sprutechse gewesen? Ah, ist nicht so wild. So, einmal aufschwingen. Rosen tätscheln. Das ist sicherlich wieder so ein hier, ich will dich töten Typ. Entschuldige, weißt du vielleicht, wie man in die Gerudo-Güste kommt? Nein, keine Ahnung. Schade, ich weiß nur ungefähr Richtung Südwesten. Wenn mein Orientierungssinn nur so gut wäre wie mein Gedächtnis für Gesichter. So treffen wir uns wieder, Link.
Jetzt ist es aus mit dir. Ich wusste es. Ups. War ja wohl schneller tot, als er gucken konnte. Eigentlich wäre es ja immer praktisch, wenn wir kurz nach Hateno gehen. Wir machen aber jetzt erst den Turm. Blutlibelle. Ja, wir brauchen eine Frostlibelle eigentlich eher. So, mal weiter hier in die Richtung. So, hier sind noch Wölfe. Hier ist ein Schrein in der Nähe. Ich vermute mal schwer, dass in der Tempelanlage, die wir da gesehen haben in der Schlucht, dass da ein Tempel drin ist. Das wäre seltsam, wenn nicht. Das heißt, wir müssten wahrscheinlich erst in diese Tempelanlage, um den Schrein zu finden. Wir merken uns das einfach. Und heben das für den Stream auf. Weil, ich will versuchen, das Let's Play hauptsächlich auf die Hauptquests auszulegen. Klar, nur auf die Hauptdings geht's natürlich nicht, aber sowas halt. Oh, warte mal, Link ist kalt. Oh, mal seine Hose. Oh, jetzt muss Rosen schon wieder solche Kälte aushalten. Das arme Mädchen. Gut. Oh, warte mal. Stopp. Ich will mal. Was hat nur Edelbild gehabt? Okay. Das hat auch nur Edelbild. Oh Mann! Ich weiß nicht mehr, wie ich an das Luxusbild gekommen bin. Und es gibt hier sogar Eisfüchse. Cool. Dass sie auch so an so Kleinigkeiten gedacht haben. So. Wo habe ich den Bosen gepackt? Ah. Ich weiß, es sind ein paar Meter, aber ein paar Meter sind ein paar Meter, die ich nicht laufen muss. So. Und auf. Wo war denn der Turm? Ist ja relativ geradeaus, laut Karte. Okay, warte mal. Okay, für den Dings waren wir zu langsam, aber es ist nicht so wild. Ja, toll, jetzt hat sich Bosen hier drauf. Warte mal, das ging jetzt so. Und dann kann ich sie ganz langsam. Ja. Oh. Ist ein Trick, wenn man nicht mehr weiterkommt. Da kann man das ein bisschen aushebeln, dass das Pferd solche Grenzen einhält. Also man drückt Zielerfassung und dann läuft das Pferd nur so ganz ritterweise. Ist praktisch, wenn man sich halt wie ich gerade festgefahren hat mit dem Pferd. Deswegen, sehr zu empfehlen eigentlich auch. Ah, hier ist ein Pferdestall. Pferdestall im Schnee, klar. Hi. Große, warte mal, lass mich mal aufstehen. Aufsitzen, natürlich. Das ist der Turm auch. Okay, da müssen wir mal gucken, wo der Schrein ist. Da ist noch ein Rhino. Ich will mal. Ja, es hat auch nur Lux-Edelbild. Das hat alles nur Edelbild. Oh Mann. Oh, mein Falkenbogen ist zerbrochen. Ist ärgerlich.
Mascot, eine Halbpflanze, die in großen Höhen wächst, etwa in den Bergen von Hebra und Gerudo. Als Kochzutat entfaltet das Kraut einen Hitzeschutzeffekt. Okay. Stall des Schneelands. Forstling. So, wir rufen mal kurz unser Pferd her, damit das hier steht. So. Dann bist du nicht so alleine. Rosen. Ist der einzigste Schrein, der relativ nah am Schrein ist. Die anderen sind immer so mega weit weg vom Schrein gefühlt. Aber ist auch gut. Müssen wir nicht so lange laufen. Rimosa-Schrein. Okay. Untersuchen. Achso, wir können das ja überspringen. Wir kennen das ja schon alles. Dann wollen wir mal reingehen. Willkommen, Pilger. Windschutz, Rimosa-Schrein. Das war's. Mehr musste ich nicht machen. Ah, ich glaube, ich erkenne die Problematik. Ich glaube, ich erkenne die Problematik. Okay. Wir müssen die Kugel da gleich nochmal rausholen. Und dann müssen wir gucken, dass die Kugel da lang fliegen kann. So, das dicht machen. Und das dicht machen. Weil so wird die Kugel nicht weggeweht. So, dann holen wir sie uns. Dann müssen wir hier hoch. So, und dann legen wir sie hier ab. Und dann sollte die Kugel ordnungsgemäß jetzt von A nach B gehen. Und optimal da hinein, genau. Perfekt! Wenn jeder Schrein so einfach wäre. Hier oben könnte ich jetzt diese Metalldinger gebrauchen und dann könnte ich die Truhe da holen. Aber lassen wir mal lieber erstmal. Ich habe eh keinen Platz in Waffentaschen und so. Falls es wieder eine Waffe ist, wäre blöd. Du hast meine Prüfung gemeistert. Zeichen der Bewährung. Oh, wir haben 8. Wow, könnte ich mir ja bald wieder ein paar Sachen holen. Herzen vor allem. Wir haben jetzt 10 Herzen durch die Titanen auch. Das ist eigentlich sehr gut. Wir haben 2 volle Ausdauerdinger und 10 Herzen. Besser kann es ja gar nicht laufen. So. Dann haben wir jetzt auch den Schrein. Hier ist ein bisschen Feuer. Noch Chilis. Was? Hier ist wieder ein Hyrule-Hund. Den geben wir wieder ein bisschen Fleisch. Guck mal hier. In die Hand. Oh, du hast langsam gefressen. Jetzt ist es gefroren, das Edelwild. Diese Kälte. Ja. Ja, schön, Sie zu sehen. Für diese Kälte bin ich absolut nicht gemacht, aber der Wunsch, meiner Kunden zu dienen, treibt mich an. Was hätten Sie gern? Oder möchten Sie was verkaufen? Okay. Oh.
Doch lieber nicht. Ich wollte keine Pfeile kaufen. Ich danke Ihnen. Kann ich Ihnen irgendwas zu Diensten sein? Nein, das ist mal gut. Wie kann man da nicht begeistert sein? Du stimmst mir doch zu, oder? Worum geht's? Das heilige Bandschwert. Die Legende sagt, es soll irgendwo in Haibo versteckt sein. Wenn man es herumschwingt, schießt angeblich heiliges Licht aus der Spitze. Es fegt alle Monster davon und bannt das Böse. Ach, Held müsste man sein. Warum sind Männer von gefährlichen Dingen immer so begeistert? Egal wie viele Monster man besiegt, große Macht ist noch lange kein Zeichen von gutem Charakter. Findest du nicht? Findest du nicht? Du hast recht. Wenn es dieses heilige Bandschwert wirklich geben sollte, dann hoffe ich, ein netter Abenteurer wie du findest es. Theoretisch habe ich schon gefunden. Praktisch kann ich es leider nicht nutzen. Sag mal, Reisender, hast du Zeit für die Geschichte eines alten Mannes, der nichts Besseres zu tun hat? Geschichte? Fragezeichen? Wenn du mal so alt bist wie ich, dann denkst du häufig an deine Kindheit zurück. Du wirst schon sehen. In diesem unerschlossenen Land gab es damals allerdings kaum Kinder. Meine einzigen Freunde waren Hailo und Mali. Ich weiß noch, ich habe mit Hailo immer am Labyrinth und mit Mali bei den Ruinen gespielt. Erzähl mir von Hailo. Jenseits des Tapanta-Schneefelds im Norden ist ein riesiges Labyrinth. Ich weiß nicht, wer es gebaut hat oder wie lange es schon da ist. Die Erwachsenen hatten uns jedenfalls verboten, dort zu spielen, zu gefährlich und so. Na, du weißt ja. Eines Tages habe ich Hailo dazu gebracht, sich als Mutprobe in das Labyrinth zu wagen. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Es war wohl wirklich gefährlich. Kinder haben einfach kein Gefühl für Gefahr. Ich bereue jeden Tag, dass ich ihn dazu überredet habe. Ja? Ich lese es nicht nochmal vor, gell? Wir spielen diesmal Mali. Vielleicht hast du ja die große Schlucht im Südosten von hier gesehen. An ihrem Grund sollen sich Ruinen befinden. Ich weiß nicht, wer sie gebaut hat oder wie lange sie schon da waren. Die Erwachsenen hatten uns jedenfalls verboten, dort zu spielen. Zu gefährlich und so. Naja, du weißt ja. Eines Tages sind Mali und ich los, um die Ruinen zu erforschen. Mali ist beim Klettern abgerutscht und von einer Klippe gestürzt. Ich habe sie nie wieder gesehen. Kinder vergessen manchmal vor Neugier jede Vorsicht und dann ist es geschehen. Die Erinnerung daran sucht mich noch immer heim. Naja, es gibt ja auch einen kleinen Lichtblick. Hailo und Mali mögen fort sein, aber in diesem Stall leben zwei ihrer Nachfahren. Wie gesagt, es gab kaum Kinder und so waren meine einzigen Freunde Pferde. Oh. Was mache ich nur? Meine Nachforschungen haben mich nach Ost und West geführt und jetzt bin ich im Norden gelandet. Hier soll es ein Knochenpferd geben, aber es ist zu kalt, um weiterzusuchen. Das ist es nicht wert. Knochenpferd? Ah, meine Intuition in Verbindung mit deiner Frage sagt mir, dass du dich für das Knochenpferd interessierst. Ich will dieses Monster mit eigenen Augen sehen. Es wäre unglaublich, wenn es wirklich existieren würde. Tja, nur leider komme ich zwar mit allen möglichen Gefahren klar, aber bei Kälte hört der Spaß auf. Würdest du mir helfen? Natürlich gegen Belohnung. Ein Bild oder ein paar Notizen oder so würden mir reichen. Das wollte ich hören. Den Geschichten nach findet man es auf der nördlichen Tapanta-Ebene, zusammen mit Stahlbockblinz. Andere Quellen besagen, dass es befinden sich sogar jenseits der Ebene ganz drüben im Osten von diesen seltsamen Ruinen. Du machst das schon. Ein Bild vom Knochenpferd. So. Wieder raus in die Kälte gewagt. Ich glaube, wir noch ein paar Wildbären. Hier haben wir noch eine Axt, die brauchen wir nicht. Hier ist ein bisschen Feuerholz. Rosen, Gras, gefrorenes Gras. Komm, Mädchen. Wir müssen mal weiter. Wir müssen zum Turm. So. Dann auf geht's. Was ist das? Ist das ein Fels? Okay, sieht aus wie ein Fels. Weiter geht's. Hier sind auf jeden Fall viele große Tiere. Was mich eigentlich mal interessiert. Ja, der Schnee ist jetzt nicht gerade leise. Oh Mist. Ah Mann. Wieso bin ich nur so schlecht im Jagen?
So. Danke. Und seine eigene Waffe erledigt. So.